So, diesmal mache ich ein Unboxing von ein bisschen was anderem, sondern nämlich von einer Heißluftfritteuse. Ich wollte so ein Ding schon immer mal ausprobieren. Hier oben ist auch gleich die Bedienungsanleitung drauf, die werde ich mir gleich durchlesen und dann werde ich auch einen Testlauf machen. So, hier hätten wir einmal, zack, Müll. Na, komm her. Oh, komm her. Komm her. So, dann packe ich dich mal aus, schmeiße ich das mal weg. Oh Gottchen, ich stolper hier schon durch die Gegend. Was soll denn das? So, hier hätten wir eine Star-Heißluftfritteuse. So. Warum ist das immer so wild eingepackt, dass man es nicht rauskriegt? So. Dann werde ich direkt gleich mal ein paar Pommes machen und mal gucken, wie das Ergebnis ist. Ein Kollege hat mir das empfohlen, dass man das auf jeden Fall mal machen soll, weil ohne Fett und so. Und keine Ahnung, ob er mir jetzt sagen wollte, dass ich zu fett bin. Aber, na, so sieht das Ding auf jeden Fall schon mal aus. Ich habe auch keine Ahnung, wie das funktioniert, welche Einstellung man benutzen muss, aber wo es aufgeht, geht es hier auf? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Okay, es ist eh noch zu. Das wird wohl so nichts werden. So, dann haben wir hier nochmal einen Verschluss. Zack. Dann kann man es direkt rausnehmen. Hat man hier das Verhältnis? Das hier müsste der Einsatz sein. Natürlich. So. Dann kommt er hier einfach rein. Dann schmeißt man da die Pommes scheinbar rein. Was ist das denn? Sollen diese Plastiknoppen da dran sein? Ich denke mal schon. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gemacht. Gut, das Ding war gerade im Angebot, deswegen habe ich es mir einfach mal gekauft für 40 € oder so. Und dann werden wir uns nachher mal das Ergebnis angucken. Gut, das war's für den Anfang. Das war erstmal das kleine kurze Unboxing. Jetzt lese ich mir die Bedienungsanleitung durch. Und dann geht's weiter. Bis denn dann.